brauchen Sie den Pointer? Nein, ich habe keine Folien, ich habe nur meine Konversationskärtchen. Sollen wir starten? Ein herzliches Willkommen zur heutigen Vorlesungseinheit. Es ist schon die sechste Einheit in unserer Ringvorlesung Demokratie und digitale Revolution. Das Semester schreitet voran. Ich freue mich sehr, dass wieder so viele heute anwesend sind und begrüße aber auch alle, die online zuschauen. Wir haben heute zwei sehr spannende Themen in unserer Ringvorlesung und ich darf kurz die Vortragenden zur heutigen Einheit vorstellen. Und zwar ist es zum einen Dr. Michael Stampfer vom WWTF und zum anderen Doktorin Claudia Resch vom Austin Center for Digital Humanities and Cultural Heritage. Und beide werden heute aus ihren individuellen Perspektiven und Forschungsbereichen und Aktivitäten erzählen. Zum einen Kollege Stampfer, er leitet seit 2002 die Geschäftsstelle des WWTF, also des Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds. Der WWTF, wer es nicht weiß, ist eine gemeinnützige private Einrichtung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung mit einem Fokus auf der Forschungsbasis Wien. Der WWTF fördert wissenschaftliche Projekte größerer Art, Forschungsgruppen, in ausgewählten Bereichen und zwar mit Schwerpunkten in der Mathematik, in den Biowissenschaften und aber auch in interdisziplinären Kontext im weiten Feld der Informations- und Kommunikationstechnologie. Ursprünglich oder genuin ist Dr. Stampfer Jurist und hat auch hier an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien promoviert und er ist hier mit seinen langjährigen Erfahrungen in der österreichischen und internationalen Forschungs- und Technologiepolitik. Kollegin Resch ist Senior Researcher am schon erwähnten ACDHCH, dem Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ist dort seit 2003 am Institut in verschiedenen Bereichen tätig. Genuin ist sie Germanistin und Medienwissenschaftlerin und hat sich 2020 an der Universität Wien habilitiert im Bereich mit der Venia digitale Textwissenschaften. Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf Texten und Literatur und Periodika der frühen Neuzeit und der jüngeren Gegenwart und sie wird uns einiges aus ihren korpusbasierten Arbeiten heute vorstellen. Wir haben also einerseits einen Vortrag, der sich mit digitalem Humanismus und seinen Begriffen, Akteuren und Initiativen von Kollegen Stampfer auseinandersetzt und zum anderen einen Vortrag zu digital-historischen Textkorpora, ihren Herausforderungen und Potenzialen und auch wenn Sie sich vielleicht jetzt noch nicht vorstellen können, ob es Verbindungen zwischen beiden Teilen gibt, sie passen beide in unsere Ringvorlesung hinein und Sie haben ja schon gemerkt, dass diese Ringvorlesung sehr unterschiedliche Perspektiven unter dem Label Demokratie und digitale Revolution vereinigt. Wir werden die Diskussion zu den Vorträgen verbinden, das heißt, wir werden erst die beiden Inputs hören von den beiden KollegInnen und dann anschließend in die Diskussion übergehen. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden Vortragenden für diese Ringvorlesung gewinnen konnten und gebe zunächst das Mikrofon an Kollegen Stampfer. Dankeschön. Ich habe ein Headset, wo ich darum bitte, dass es eingeschalten wird. Ist noch nicht der Fall.
bitte kurz um Unterstützung beim Ton. Liebe Technik, ich brauche das Headset eingeschaltet. Soll ich das selber machen? Ich probiere es mal, aber ich glaube, das machen Sie für mich. So, einstweilen bedanke ich mich beim Mikrofon für die nette Einladung, dass ich heute hier sein kann und die Einführung und dafür, dass Sie so zahlreich hier sind. So, jetzt geht's auch so. Ich möchte Sie heute ein bisschen durch das Thema digitaler Humanismus durchführen, weil das etwas ist, wo wir tätig sein wollen, wer wir ist und worum es da geht, werden Sie in der nächsten halben Stunde ein Stück weit von mir erfahren, weil letztlich die Digitalisierung verändert die Institutionen, die wir haben. Die Digitalisierung kracht gegen die gebauten Institutionen, die wir haben. Sie fördert sie zum Teil auch. Und die Demokratie ist so eine Institution unserer Zivilisation. Ein Begriff, auf den ich heute auch noch mehrmals zurückkommen werde. Ich werde Ihnen ein bisschen eben was über, ausgehend vom Wort Humanismus, mit einem kleinen Sidestep zu den libertären Ideologen, zum zweiten Begriff, nämlich zur Digitalisierung kommen, zur digitalen Revolution, mit wieder einem kleinen Sidestep, was neu ist und was nicht so neu ist, zu digitalen und strukturellen Veränderungen und gesellschaftlichen Veränderungen kommen, zum wichtigsten Punkt, den Eigenschaften der Plattformfirmen, den Versprechen, die sie machen, die vielleicht manchmal falsche Versprechen sind. How did they get away with it, fragt Shoshana Zuboff und ich möchte dann darauf eingehen. Folgen für unsere Institutionen wie die Demokratie, was kann getan werden und was tun wir in Wien? Also zum Humanismus nur ganz kurz. Ja, es war ja kürzlich wieder, ich glaube, das Times Higher Education Ranking, wo die Uni Wien eine ganz stolze Presseaussendung gemacht hat. Obwohl wir sparen müssen, sind wir in den Top 50 bei den Humanities. Und nachdem das so ist, ist Ihnen hoffentlich auch erklärt worden, was Humanismus ist in diversen Einführungsvorlesungen. Daher tue ich es jetzt nur mit ein paar Stichworten belassen. Erstes Stichwort Autonomie des Denkens, das bedarf in diesem Raum keiner weiteren Erklärung. Zweites Stichwort ausgehend vom Begriff der Humanitas, der Menschlichkeit des Individuums und seiner Bedürfnisse. Der Mensch steht im Zentrum und nicht eine andere Institution über oder außer ihm oder ihr, also es geht um Begriffe wie Würde, Freiheit und Entfaltung. Es geht dann weiter im Verlauf der Geschichte. Also bitte um Verzeihung, ich verkürze haltlos, weil ich sonst die ganze Redezeit in Anspruch nehmen würde. Es geht auch um republikanische Werte, es geht um demokratische Werte, es geht um Werte des Lernens. Die Universität ist gewiss ein humanistischer Ort und beide humanistischen Urbewegungen, sowohl die in der Antike als auch die der beginnenden Neuzeit, späten Mittelalters beginnenden Neuzeit, haben auf Boden von Bildungseinrichtungen begonnen. Also seid bitte Kämpferinnen und Kämpfer für den Humanismus, weil das seid ihr. Bürgertum und Industrie mit ihren wissensbasierten Innovationen sind sicher hier auch einzureihen. Und der Humanismus bis zu einem gewissen Grad ist er schon place-based, weil manchmal, wenn man mit Leuten in Asien oder Afrika redet, haben die einen anderen Begriff eines Humanismus. Das heißt nicht, dass wir nicht miteinander reden können, das heißt aber auch nicht, dass wir gleich mit unseren Vorstellungen, wie wir Europäerinnen und Europäer, das Jahrhundert, eher Europäer, eher Männer das jahrhundertelang gemacht haben, das über andere drüber stülpen. Was heißt Humanismus in Wien? Das kommt sehr stark von über 100 Jahren aktiv sozialpolitischem Handeln in Bereichen wie Wohnen, Verkehr, Infrastrukturen, Bildung, soziale Versorgung, dass eben hier
nicht von der Technokratie, sondern von den Bedürfnissen der Menschen ausgegangen wird, dass hier bei aller Liebe zu Betriebsansiedlung und Wirtschaftspolitik der soziale Charakter sehr stark im Vordergrund steht und dass eben Wien diesen Begriff des Sozialen und des Humanen und des Humanistischen auch sehr stark, komme dann noch darauf zu sprechen, auf die Bemühungen der Stadt Wien im digitalen Bereich sehr stark auch das begreift. So, es gibt da eine Menge von offenen Fragen, die ich nur als offene Fragen dastehen lassen kann, was Humanismus in Zeiten der Klimakrise heißt, wo die Entfaltung in den letzten 100, 200 Jahren vor allem eine materielle Entfaltung war und wir uns vielleicht was anderes einfallen lassen müssen. Und was der Humanismus in Zeiten der digitalen Revolution heißt, wo es KI, der man mehr zutraut, als sie jetzt noch kann, aber es künstliche Intelligenz gibt, wo es Avatare gibt, wo es die Idee des Transhumanismus gibt, nämlich dass wir irgendwann als menschliche Fleisch- und Blutkörper ausgedient haben werden. Also da gibt es auch viele offene Fragen. Nichtsdestotrotz ist der Humanismusbegriff ein sehr brauchbarer, um uns anzuhalten, wo wir in der digitalen Welt unterwegs sein sollen. Und die digitale Welt ist eine, die nicht nur insofern aus Nullen und Einsen besteht, als sie eben digital ist, sondern die auch exponentiell skaliert, sowohl mit ihren Instrumenten als auch in ihrer Verbreitung in der Welt. Also egal, ob man Internetanschlüsse oder Nutzerzahlen von großen Plattformen oder was er immer nimmt, das geht 1, 10, 100.000 so hinauf. Ja. Also es dringt stark in unser Leben ein. Wir hatten vor Jahrzehnten, und ich bin seit ungefähr 30 Jahren in der Forschungs- und Technologiepolitik in irgendeiner Weise tätig als Förderer und sonst wie, vor 30 Jahren waren Computer in der Industrie und IT in der Industrie ein unterstützendes Tool für das, was wir heute die alten Industrien nennen, ja, und die Dienstleistungen. Also etwas, was Praktiken und Industrien besser, schneller, ein bisschen anders gemacht hat. Das aber mittlerweile und vor allem durch die großen Plattformfirmen und die Plattformökonomie, ich komme dann darauf noch zu sprechen, das ist anders geworden. Heute haben wir eine andere Art, wie Wertschöpfung erzielt wird, wie Dienstleistungen angeboten werden. Das geht von der Influencerin bis zum Elon Musk. Also Sie können sich alle möglichen Dinge vorstellen, denen wir jeden Tag begegnen. Wie ist das alles ins Leben gekommen, dass es sowas wie Plattformfirmen gibt und ein gratis Internet gibt? Da mache ich eben einen kurzen Sidestep zur libertären Ideologie, die stark aus Kalifornien und interessanterweise ist ja in Kalifornien das Silicon Valley stark aus Kalifornien kommt. Ich verkürze in einer sehr unakademischen Art und Weise for the sake of time, die im Wesentlichen sagt, alles, was die Freiheit des Einzelnen befördert und was ihn vor dem bösen Staat schützt und was in der Regel waren die libertären Männer, seine Handlungsautonomie erweitert, das ist gut. Und das Internet und der Personal Computer und andere wurden von teilweise politischen Akteuren, aber teilweise eben auch von sehr einflussreichen Pionierinnen und Pionieren so kodiert im wahrsten Sinne des Wortes, dass das eben alles frei sein muss. Und aus dieser Wurzel kommt auch neben dem, dass es mit Regierungsgeld entwickelt worden ist, aber das hätte einer Kommerzialisierung an sich nicht im Wege gestanden, aus dieser Wurzel kommt auch das Gratis-Internet. Und das Gratis-Internet hat gewaltige Folgen, weil die dann daraus Plattformen gebaut haben, draufgekommen sind, damit irgendwas sollten schon Geld verdienen, aber dazu komme ich in 2 Minuten. Der sehr berühmte Honorary Professor der
TU Wien und Professor auf der Rice University, Moshe Wadi, hat einen sehr ketzerischen Artikel geschrieben, How the Hippies Destroyed the Internet. Das einfach nur als Merksatz, dass die Computerwissenschaftler selber das schon ziemlich spooky finden oder viele von ihnen, was da abgeht. Google, es gibt von Google die interessante, von Herrn Brin und vom Herrn zweiten Google-Gründer interessante Aussagen, bevor es, dass die Venture-Kapitalisten zu ihnen kommen sind, wie Google für das Common Good da ist. Ja? Und dann haben die Venture-Kapitalisten die Idee aber so gut gefunden, dass Google seinen genialen Algorithmus für Extraktion von Surplus-Data verwendet und die dann an die Werbekunden verkauft, dann war es aus mit dem Common Good. Und der Kapitalismus ist super, der Kapitalismus hat sogar die Banker irgendwie aufgeschnupft und die 68er aufgeschnupft und name it, ja, also ganz viele. Der Kapitalismus war natürlich super gut, auch das gratis Internet aufzuschnupfen. Und nehmen Sie bitte auch den Kapitalismus als jetzt einen Code, um Zeit zu sparen. Ich könnte das auch etwas nuancierter vortragen, aber ich glaube, Sie wissen, was wir meinen. Der digitale Humanismus sagt, hey, halt. Wir haben hier eine Situation, wo es eine digitale Entwicklung gibt, die die soziale Marktwirtschaft kaputt macht, die sich dem Rechtsstaat entzieht, die Monopole bildet, die den Diskurs schwer in Mitleidenschaft zieht, die Fragen von Autorschaft und Verantwortung unter die Räder kommen lassen. Das ist vielleicht ein möglicher Bezugspunkt zwischen unseren beiden Vorträgen. Und wir müssen einmal nachdenken, was machen wir da überhaupt? Und die digitale Welt ist ja unendlich plastisch. Man kann ja alles kodieren. Warum wird die immer enger und immer brutaler, wodurch eigentlich die Anzahl der digitalen Spezies unendlich sein könnte? Und dort haben wir begonnen, eben mit Instrumenten, die ich Ihnen dann später schildern werde, einmal dieses Vienna Manifesto for Digital Humanism zu, ich hoffe, ich habe genug Kopien mit, aber es gibt es dann auch für die, die es nicht schaffen sollten, ein Exemplar zu kriegen. Es gibt es auch im Moodle, hat mir der Herr Brockhaus gesagt. Zu sagen, selbst die Erfinder des Internets sagen, the system has failed und wir müssen was tun. Und einer der Punkte ist, die Wissenschaft zusammenzubringen. Und hier ist meine Grundaussage die, dass wir als Wissenschaftsförderer helfen müssen, dass die Informatikerinnen und Informatiker weniger naiv an die Welt herangehen und die Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen ein bisschen weniger ignorant der digitalen Welt gegenüberstehen, Anwesende natürlich ausgenommen. Also was sind die entscheidenden Argumente bei der Digitalisierung, die uns zum Thema digitaler Humanismus führt? Das sind die großen Monopolplattformen, das ist die Extraktion von Gefühlen und Verhalten, also sprich, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas suchen im Internet oder was kaufen, eine ganze Reihe von Verhaltensdaten von uns abgesaugt wird und in Formen, die wir nicht genau kennen, zu Verhaltenssteuerungsinstrumenten, ohne jetzt in eine Verschwörungssprache abgleiten zu wollen, und natürlich in Angebote für Unternehmen, die Werbung machen wollen, entsprechend verpackt werden. Und das Dritte neben den beiden ist, dass das eine neue Industrie ohne jede Regulierung ist. Die haben es einfach geschafft zu sagen, ja, Regulierung ist schlecht für Innovation. Hier 10 Millionen Dollar Wahlspende. Wir können eh alles machen, was wir wollen, nicht wahr? Die digitale Revolution ist eine Umwälzung.
Altes wie Monopole oder Überwachung, also den Polizeistaat mit EY, den hat es schon im 17. Jahrhundert gegeben. Und die Monopole, siehe Rockefeller und also Standard Oil und ähnliche Dinge hat es auch schon gegeben, aber eben mit neuen Elementen, die globale Grenzenlosigkeit, die volle Dokumentation, der Einsatz von Machine Learning, die Plattformen selbst, die auch zu Gegenreaktionen führen. Die EU ist stark dabei zu regulieren. Ich hätte jetzt gerne eine halbe Stunde Zeit, wenn ihr die entsprechende Vorbereitung gemacht hättet, um Ihnen die wirklich interessanten Regulierungsschritte, die die EU-Kommission jetzt dieser Zeit, also in diesen Jahren, an anderen raushaut, Digital Service Act, Digital Market Act, AI Act, die Data Governance Act, also wie soll der Staat mit Daten umgehen, was sollen die Plattformen dürfen, was darf AI, wo die EU-Kommission und die Europäische Union der einzige weltweite verantwortliche Spieler ist, der wirklich mit Regulierung hier hineingeht. So, ein Gebräu von Technik, Geld und Gesellschaft. Das ist natürlich jetzt nicht in jeder Hinsicht neu. Hat jemand von Ihnen in den letzten 14 Tagen den wirklich schönen Film Verlorene Illusionen im Kino gesehen? Geht überhaupt noch jemand von Ihnen ins Kino? Doch. Also wenn der Film noch spielt, gehen Sie sich ihn anschauen. Das ist die Verfilmung eines wundervollen Romans von Balzac, von einem jungen, naiven Mann, der nach Paris kommt, auch hier eine radikale Verkürzung, Künstler und Liebhaber sein will, aber kein Geld hat und daher ein vollkommen korrupter Journalist wird. Und er kann korrupter Journalist werden, weil die Regierung es ist eine Revolution in einer postrevolutionären Zeit, Königshaus, Adel und neue Industrie verbünden sich zu einem Machtkartell gegen den Rest der Franzosen und Französinnen und dafür gibt es Erwerbsfreiheit und eine gewisse Pressefreiheit. Und die Pressefreiheit führt dazu, in diesem Konstrukt und Gebräu, dass es die totale Korruption gibt. Es gibt keine Wahrheit, weil alles wahr und alles falsch zugleich sein kann. Es kommt nur auf den Preis drauf an. Also die Rotationspresse wird erfunden, das Plakat kommt zu Ehren, es ist wahnsinnig viel Geld im Schwang und es gibt nichts, woran man sich festhalten kann, dass es wahr ist. Das erinnert uns in mancherlei Hinsicht an das, was wir heute mit den Plattformen haben. Mit den Plattformen, die Monopolisten sind. Und für mich ein zentrales Buch, das auch schon bei euch am Moodle drauf ist, ist The Age of the Surveyor's Capitalism, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Eine Jahrhundertlektüre, es ist wirklich gut. Die ersten 100 Seiten sind schwer zum Kauen und dann ist es ein Gänsehaut-Thriller, ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht mein Exemplar Ihnen auch mitgeben. Eines brauche ich selber. Ich gebe es Ihnen dann hinter, Frau Resch. Ich will nur kurz Ihnen aus einem Kapitel ein paar Überschriften vorlesen, nämlich dem wundervollen Titel How did they get away with it? Also die Frau Zuboff in ihrer Analyse fragt sich, wie konnte das passieren, dass quasi staatenlose Monopolisten Märkte und öffentliche Meinung beherrschen können und die amerikanische Politik und viele andere, zumindest bis vor kurzem, gesagt haben, ja und gut ist auch noch. Also, die 16 Punkte, aber Sie sollen das ja lesen, ich sage nur kurz, die 16 Punkte, die da als Überschriften drinstehen in diesen 8 Seiten. Das erste ist, es war unprecedented. Im Unsichtbaren ist es entstanden. Niemand hat verstanden, was da eigentlich abgeht, bis sie groß waren. Das zweite, Declaration as Invasion. Das heißt, wir nehmen uns einfach, was wir wollen und fragen nicht.
gehen dann vielleicht einen halben Schritt zurück, machen Verzögerungstaktiken, streuen den Leuten Sand in die Augen, verteilen Geld, alles. Aber Sie kennen wahrscheinlich den Mark Zuckerberg-Sager, erinnern Sie sich, Move Fast and Break Things, das ist im Wesentlichen Declaration as Invasion. Das dritte ist der historische Kontext. Neoliberal hat nicht geschadet und die 9-11-Paranoia hat auch nicht geschadet, weil der Staat einer der größten Nachfrager nach diesen Kontrollinformationen nach den digitalen geworden ist. Fortifications ist das vierte, nämlich Lobby und Bestechung. Das fünfte ist der Dispossession Cycle, nämlich die haben wahnsinnig schnelle Einkommen durch diese Werbe, große Einkommen erzielt durch diese Werbegelder, die sie bekommen haben und haben dann einfach alle Konkurrenten aufgekauft und alle zum Schweigen gebracht, die was dagegen gehabt haben. Dependency, das sind die verunsicherten Second Modernity Leute, das sind die, die mit den Laptops irgendwo auf einer Bank sitzen und kreativ sind. Und Selbstoptimierung über bürgerliche Sicherheit stellen müssen. Und für die ist das Versprechen des unendlichen Internets, sagt die Frau Suboff, und sie hat einen Punkt dabei, ein glänzendes, aber auch mit Downsides. Ja? Also Self-Interest, genug Firmen und Leute, die sagen, hey, da können wir auch was verdienen. Inclusion, hey, da muss ich dabei sein. Identification, ich will so sein wie Elon. Na gut, ich will nicht so sein wie Elon. Authority, die sind besser als der Staat, effizienter, effektiver. Wenn der Staat nur so wie Amazon wäre, dann wird alles in 2 Tagen funktionieren. Wir würden zwar halt dann kein Geld mehr kriegen, aber ist auch wurscht. Social Persuasion, das sind Meister der Beeinflussung, Meister der behavioristischen Verhaltenssteuerung. Foreclosed Alternatives, das sind die Monopole. Inevitabilism, Verschleiern von Kontingenz, also es musste ja so kommen, aber es muss nie so kommen, wie man weiß. Human Frailty, die Maschine wird uns unvollkommene Menschen schon herrichten. Ignorance, wir wollen und können gar nicht genau hinschauen. Und Velocity, die fahren wie eine High-Speed-Schubraupe über uns drüber. Und das hat natürlich in den USA wunderbar funktioniert. Ich bringe Ihnen noch ein kurzes Zitat von der Frau. Ich habe noch 10 Minuten, nicht wahr? Gut. Von der Frau Suboff auf Seite 337. Google's machine intelligence improved as the volume of data increased, producing better prediction products. This dynamic established the extraction imperative, which expresses the necessity of economies of scale in surplus accumulation. Also eine sich selbst verstärkende Maschine, die da gebaut wurde, ist. And depends upon automated systems that relentlessly track, hunt and induce more behavioral surplus. Mit jedem Klick, mit jeder Buchstaben, den Sie berühren auf Ihrem Keyboard, füttern Sie irgendeine Kleinigkeit in die Plattformen hinein. Google imposed the logic of conquest, defining human experiences free for the taking, also für Sie, free for the taking, available to be rendered as data and claimed as surveillance assets. The company learned to employ a range of rhetorical, political and technological strategies to obfuscate these processes and their implications. Man könnte es auch wie ein Solar oder Balzac als gigantisches Verbrechen bezeichnen, aber ich tue das nicht. Erstens nützen wir alle das mit großer Begeisterung. Ja, also es hat auch viele, viele Vorteile, aber wir dürfen nicht blind sein gegenüber dem, was es an Downsides bringt. Und die Downsides sind nicht inevitable. So, Folgen für unsere Institution. Wovon reden wir? Wir reden über unsere Zivilisation. Die
Das ist in einem doppelten Sinn schwierig. Ich glaube nicht, dass wir alle gewohnt sind, über den Begriff der Zivilisation noch zu reden, außer wenn wir Geografie, National Geographic Fernsehen schauen, aber sonst ist uns das eher nicht im Sprachgebrauch. Ich finde, es sollte im Sprachgebrauch sein, Punkt 1. Punkt 2, wir müssen natürlich auch für eine Sekunde die Frage ausblenden, ob unsere Zivilisation, so wie wir leben, alles zusammengenommen, nicht einer grundsätzlichen Revision bedarf, Stichwort Klimakatastrophe. Ja, sie bedarf einer grundsätzlichen Revision, aber das hindert uns nicht daran zu sagen, wir müssen unsere zivilisatorischen Errungenschaften und Institutionen verwenden, um überhaupt handlungsfähig, verhandlungsfähig und demokratisch entscheidungsfähig zu sein. Es hilft nichts, jetzt zu sagen, das ist alles Müll, was wir da machen. Wir brauchen den Rechtsstaat, wir brauchen die liberale, repräsentative Demokratie, wir brauchen diese Instrumente, um überhaupt Entscheidungen demokratisch eben treffen zu können und uns ändern zu können. Und wir sind jetzt ein bisschen in so einem Ding gefangen, wir brauchen die digitalen Instrumente, um die Klimakatastrophe auch durch digitales Wissensakkumulation und Handlungsmöglichkeiten zu verringern. Und umgekehrt müssen wir schauen, dass durch die digitale Hintertür oder sogar Vordertür nicht die autoritären Systeme hereinkommen. Und diese Institutionen sind blutig erkämpftes Erbe unserer Zivilisation. Der Rechtsstaat ist uns nicht geschenkt worden, die Demokratie ist uns nicht geschenkt worden, die Grund- und Freiheitsrechte sind uns nicht geschenkt worden, die Bildung ist uns nicht geschenkt worden, die soziale Marktwirtschaft ist uns nicht geschenkt worden. Und wenn wir den entsetzlichen Angriffskrieg von Herrn Putin und Konsorten in der Ukraine beobachten, sehen wir, wie nahe uns die sind, also geografisch nahe, dass wir einen heißen Atem spüren, entschuldige, dass ich so theatralisch bin, dass sie uns das gerne wieder wegnehmen möchten. Ja. Und wenn man so Phänomene hat, eben wie sie vorher, deswegen bin ich ein bisschen länger bei der Frau Suber von ihrem wunderbaren Buch geblieben, Phänomene wie Monopole nimmt und die Staatenlosigkeit, dann braucht man nicht lang nachdenken, was staatenlose Monopole für die soziale Marktwirtschaft und für die Demokratie bedeuten. Oder was Lobbying, Korruption und Fortifications bedeutet für Demokratie und Grundrechte. Oder was die Verhaltensextraktion, Dependency, Identification, Beeinflussung für Demokratie, für den Diskurs und für die Freiheitsrechte bedeutet. Oder was Authority für den Rechtsstaat bedeutet. So, ich komme jetzt eh schon in das letzte Viertel. Was tun? Das Erste, das Positive an der Digitalisierung, muss die Frau Resch für mich hervorheben. Mir müssen Sie glauben, dass ich jeden Tag mit Begeisterung nicht Facebook und nicht die wenigsten Messenger-Dienste und vieles andere auch nicht, aber doch viele digitale Tools völlig selbstverständlich als Kulturtechnik nütze. Aber die Geschäftsmodelle müssen gebrochen werden und zwar relativ rasch. Denn der Überwachungskapitalismus ist in der Mainstream-Ökonomie angekommen. Meine Lieblingsgeschichte bei der Frau Suboff ist die Barbie-Puppe, die sprechen kann, und aber nicht den Eltern und nicht dem Kind berichtet, sondern der Unternehmenszentrale. Also ich mag solche sprechenden Beispiele sehr gern. Wir sollten der EU dankbar sein, dass wir EU-Bürgerinnen und Bürger sind, wegen der doch beherzten Regulierung. Die Demokratie, Lüge, Beeinflussung, Desinformationen, wollen wir die Plattformen haftbar machen? Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, da könnte man eine ganze Vorlesung drüber haben, hoffentlich gibt es eine. Wenn man sie zu Medien macht, fallen sie voll unter die Pressefreiheit in der US-Verfassung, dann kann man sie vielleicht noch schwerer knacken. Also es wird wohl irgendeine sui generis Regulierung geben müssen. Beim Balzac kommt die Polizei, aber nur in die Redaktion, um sie zu schließen und nicht zu den Hintermännern, die schon ihre nächsten Geschäfte machen.
Über Echokammern und Machine Totalitarism wird Ihnen Marc Köckelberg in einer, oder hat Ihnen schon in einer Vorlesung was erzählen, in seinem ziemlich coolen Buch The Political Philosophy of AI, für das ich jetzt hier auch Werbung mache. Es gibt nur wenig sicheren Grund, auf dem wir uns bewegen können. Wollen wir mehr Maschine oder mehr Partizipation? Noch ein Buch, das ich bewerbe, das ich gerade gestern zu lesen begonnen habe. Das heißt Anpassung, ist von Philipp Stab, einem deutschen Soziologen aus Berlin. Der Herr Stab sagt im Wesentlichen, dass wir langsam ans Ende kommen mit diesem Selbstoptimierungs- und Selbstverbesserungs- und Individualisierungsideologie in unserer Gesellschaft und eher in adaptive Modi verfallen wollen und sollen. Und nebenher in dem Buch sagt er, und das ist insofern interessant, weil die Demokratie soll ja durch mehr Partizipation gerettet werden, sagt er, in der Krise, und wir leben in einer Dauerkrise, wollen die meisten Leute nicht partizipieren und nicht co-kreieren, sondern die meisten Leute wollen einen vernünftigen politischen Rahmen und wollen geführt werden. Da müssen wir schauen, was wir tun. So, kann man nichts machen. Ich komme zur letzten Folie. Doch, man kann was machen, denn wenn Sie etwas von mir, einen Satz aus dieser Vorlesung mit hinausnehmen, dann bitte den Satz, all politics is local. Wir können hier und heute was tun, egal ob das beim Klimaschutz oder bei der Digitalisierung ist. Was tun wir in Wien? In Wien geben wir relativ viel Forschungsförderung raus für interdisziplinäre Projekte, damit eben Leute aus Recht, Sozialwissenschaften, Philosophie, Wirtschaft mit den Computerwissenschaftlern arbeiten können. Wir geben Geld aus für Business Models, für im digitalen Humanismus. Wir hoffen, dass die Unis bald mehr im Teaching machen, so Vorlesungen wie diese. Danke, dass es die gibt. Die Wiener Digitalstrategie wird unter dem Großbegriff des digitalen Humanismus kommen. Wir haben Publikationen, Bücher, Manifeste, Standards, IEEE und WU-Professor, eine WU-Professorin haben den ersten Standard für ethische Gestaltung von AI gemacht. Regulierung, Bürgerbeteiligung, Umsetzung, Regulierung, Verknüpfung mit anderen Städten. Ich wäre eh fürs Überziehen eh noch verdammt nett angeschaut. Wir wollen sowas wie eine Bewegung in die Gänge kriegen und sind sehr happy, dass wir sehr viel Resonanz finden. Es gibt Dutzende Leute von der Uni Wien, die schon voll mit dabei sind, und ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Genau, und jetzt wird mir der Ton abgeschaltet und ich lasse das drauf. Funktioniert das? Ja. So, dann machen wir hier gleich einen fliegenden Wechsel. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich freue mich vor allem über das große Interesse, das sich ja schon im Rathaus bei der Auftaktveranstaltung gezeigt hat und das sich hier nun fortsetzt. Was kann ich zum Thema beitragen? Wie Frau Professorin Lenz schon erwähnt hat, bin ich von meiner Ausbildung her Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin und habe mich in den letzten fast 20 Jahren immer stärker mit digitalen Methoden auseinandergesetzt, was mich letztlich zu einem an der Universität Wien ganz neu etablierten Fach geführt hat, nämlich zu den digitalen Textwissenschaften.
Textwissenschaften, darunter kann man ganz allgemein die Wissenschaft vom Text verstehen. Wie Sie sich vorstellen können, ist es ein sehr großes, auch interdisziplinäres Feld, weil natürlich viele Disziplinen mit der Auslegung und Analyse von Texten zu tun haben, etwa die Theologie, die Rechtswissenschaft, die Geschichtswissenschaft und auch die Sprach- und Literaturwissenschaft. Eine für mich ganz wesentliche Ergänzung ist hier das Attribut digital. Es verweist auf den gegenwärtigen Wandel durch neue Technologien, mit dem wir uns ja auch in der Ringvorlesung ein bisschen genauer auseinandersetzen wollen. Die Textwissenschaften haben durch die Digitalisierung eine bedeutende Erweiterung und auch Aktualisierung erfahren, denn der digitale Wandel verändert die Art und Weise, wie wir unseren Untersuchungsgegenstand Text zu fassen haben und insbesondere, wie wir heute mit Texten verfahren können. Zentrale Aufgaben von TextwissenschaftlerInnen bestehen daher, sehr verkürzt gesagt, auch um diese Einleitung abzuschließen, in der Erstellung oder Verwendung digitaler Texte und in der Anwendung oder Entwicklung digitaler Verfahren zur Beforschung eben dieser Texte. Durch die Digitalisierung hat sich unser Untersuchungsgegenstand vor allem in den letzten Jahren enorm vervielfacht. Text ist allgegenwärtig. Wenn wir Wissen vermitteln, wenn wir miteinander schriftlich kommunizieren, wenn wir neue Informationen erhalten, allein wenn wir daran denken, wie viele E-Mails tagtäglich verschickt werden, wie viele Google-Anfragen gestellt werden und wir werden feststellen, all das ist also textbasiert. Für Textwissenschaftlerinnen ist der Text ein wesentlicher Wissensrohstoff. Hier habe ich Ihnen eingeblendet von 2022 die Neuerscheinung von Biemann, Heyer und Quasthoff. Denn es geht natürlich immer auch darum, aus diesen Texten Bedeutung abzuleiten. Wir müssen versuchen, einen Umgang mit diesen zum Teil schon unüberschaubar gewordenen Textmengen zu finden und daraus Erkenntnisse gewinnen. Im Prinzip hat man schon im 16. Jahrhundert davon geträumt, eine Vielzahl an Texten oder Büchern gleichzeitig zu studieren. Zumindest legt das eine Illustration aus Agostino Ramellis Sammlung von Maschinen nahe. Sie sehen das sogenannte Bücherrad und es handelt sich dabei, Zitat, um eine schöne und künstliche Maschine, welche alle denjenigen sehr bequem ist, so den Studiis obliegen, also die sich also dem Studium widmen. Denn mit dieser Art Maschine kann man eine große Menge Bücher ohne Aufstehen und Veränderung eines Wortes sehen. Wie wäre es jetzt also, wenn wir diese Vision mit unseren heutigen Mitteln weiterdenken und alle Texte und alles Wissen bequem von überall aus ohne aufzustehen, ohne Veränderung des Ortes, wenn wir diese Texte sehen könnten. Vielleicht, wenn wir diese Texte sogar mit wenigen Tastenkombinationen durchsuchen könnten. Oder etwas provokanter gefragt, was wäre, wenn wir das lineare Lesen angesichts dieser Textmengen einfach überhaupt sein ließen? Der Suchmaschinen-Gigant Google hat vor einigen Jahren mit einem Tool aufhorchen lassen, das sich Google Ngram Viewer nennt. Der Google Ngram Viewer greift auf eine große Menge von Büchern zu, die von Google Books in den vergangenen Jahren digitalisiert worden sind. Und wie Sie sicher wissen, handelt es sich bei Google Books um die größte private Sammlung retro-digitalisierter Bücher. Im Jahr 2019 gab das Unternehmen bekannt, derzeit im Besitz von Scans von über 40 Millionen Büchern zu sein, die zum Teil auch öffentlich einsehbar sind, wovon mehr als 600.000 urheberrechtsfreie Bücher aus der österreichischen Nationalbibliothek stammen. In der öffentlichen Debatte hat die Generaldirektorin diese damals sehr aufsehenerregende Partnerschaft immer als wichtigen Schritt zur Demokratisierung des Wissens bezeichnet.
Was kann nun dieser N-Gram-Viewer und was versteht man eigentlich genau unter diesen N-Grammen, die dem Tool seinen Namen geben? Ein N-Gramm ist das Ergebnis einer Zerlegung des Textes in 1, 2, 3 oder eben N-Fragmente. Das können einzelne Buchstaben sein, so wie rechts in der Spalte, wo also ab ein Bigramm wäre, Uno ein Trigramm und so weiter. Oder das können auch ganze Wörter sein. Im Fall des Google N-Gram Viewers sind es Zeichenfolgen, die durch Spazien, durch Leerzeichen unterbrochen werden. Demokratie wäre ein Monogramm, digitaler Humanismus ein Bigramm und World Wide Web ein Trigramm. Unter der angegebenen URL finden Sie also jetzt die Eingabemaske, wo man bis zu 5 Begriffe zugleich eingeben kann. Man kann die Zeitperiode wählen, man kann die Sprache der Bücher wählen, in welchen gesucht werden soll, und man hätte also auch noch weitere verfeinernde Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel nach Computer, Digitalisierung und Internet gesucht in der Zeit von 1940 bis 2019 in deutschsprachigen Büchern, und der N-Gram Viewer sucht dann, wie gesagt, in diesen riesigen Mengen von digitalisierten Büchern, die von einem Menschen weder überblickt noch gelesen werden könnten, nach diesen Begriffen, und stellt dann auch grafisch dar, wie häufig in den gescannten Büchern ausgesuchte Worte oder Wortfolgen, also eben N-Gramme, tatsächlich vorkommen. BenutzerInnen können diese N-Gramme ohne Einarbeitungszeit und kostenlos nach Belieben eingeben und Gebrauchsfrequenzen miteinander vergleichen, auch eigene Ideen an diesen riesigen Datenbeständen erproben. Das können im Übrigen auch Sie machen, falls Sie es noch nie probiert haben. Es gibt zahlreiche fachwissenschaftliche Publikationen, aber auch Sie finden auch Informationen im Netz, wie Sie also diesen N-Gram Viewer bedienen können. Im Jahr 2010 wurde das Tool in der Zeitschrift Science vorgestellt. Nicht nur als neues Tool für die Lexikografie, Sie sehen links zum Beispiel ein Beispiel, wo ich Altertum mit der Schreibung TH mit Altertum mit einem T verglichen habe und wo man hier also gut sehen kann, wann sich diese orthografische Schreibung verändert hat, sondern man wollte mit diesem Tool auch Culturomics betreiben, also durch die Messung von Häufigkeiten im Wortgebrauch bestimmte kulturelle Trends, auch Entwicklungen oder Brüche im Verlauf der Geschichte nachweisen. Man sah darin auch ein Mittel, um den Erfolg zum Beispiel von Autoren zu messen oder aber auch um Zensurmaßnahmen nachzuvollziehen, also gewissermaßen die Unterdrückung dann von Nennungen in bestimmten Zeiträumen. Als Beispiel dient hier zum Beispiel Marc Chagall, weil dessen Nennungen im deutschsprachigen Korpus im Vergleich zum englischsprachigen Korpus in der Zeit des Nationalsozialismus stark zurückgehen, wie Sie auf der rechten Seite sehen können. Der N-Gram-Viewer verspricht also umfassende Erkenntnis dadurch, dass Begriffe und Phrasen verglichen werden. Er verheißt eine effiziente Auswertung eines Teils des bislang in Buchform produzierten Wissens. Und die Graphen verleihen dem Tool, wie Tobias Hodel beobachtet hat, sogar den Anstrich von Wissenschaftlichkeit, wie er selbst sagt. Aber wie sieht jetzt eigentlich die Datenbasis aus? Das wird deutlicher, wenn man ein Wort wie Laxenburg zum Beispiel sucht. Sie sehen hier das bekannte Bild. Ich würde sagen, ab 1770 finden wir einige Laxenburg-Nennungen auf mittelhohem Niveau, auf höherem Niveau dann etwa ab 1850. Aber zur Sicherheit habe ich auch Larenburg gesucht. Ein Begriff, der meines Wissens nach keinen Ort bezeichnet, aber dennoch häufig vorzukommen scheint, zu gewissen Zeiten sogar häufiger als das Wort Laxenburg. Und es liegt daran begründet, dass Laxenburg und Lahnburg in der Frakturschrift sehr leicht zu verwechseln sind.
Ein genauerer Blick in eines der Bücher bestätigt also, dass vielleicht nicht alle, aber sicher sehr viele Larenburgs nicht erkannte Laxenburgs sind. Und das könnte bei solchen Auswertungen natürlich ins Gewicht fallen. Das betrifft übrigens nicht nur den sehr seltenen Buchstaben X, wo Verwechslungsgefahr mit R besteht, sondern auch die sehr frequent vorkommenden Buchstaben S und F. Sie sehen hier zum Beispiel, dass einen Begriff, wo Menschen, aber auch Computer manchmal nicht wissen, handelt es sich um ein Lustschloss oder um ein Luftschloss, also hier in dem Fall natürlich um ein Lustschloss. Aber so viel zu dieser Verwechslung. Es beginnt also schon bei der Transformation des Bildes in Text, wo sich zeigt, dass die Texterkennung mittels Optical Character Recognition unverlässlich ist. Und dennoch werden, wie Tobias Hodel auch meint, OCR-Verfahren, Zitat, seit einigen Jahren mit einer Selbstverständlichkeit eingesetzt, die fast schon als fahrlässig bezeichnet werden muss. Fahrlässig daran ist vor allem, dass UserInnen des Engram-Viewers solche Verlesungen meist gar nicht entdecken, denn dadurch, dass nur die passenden Treffer angezeigt werden, wiegt man sich in falscher Sicherheit und wie viele Treffer uns aber entgehen, lässt sich nur schwer abschätzen. Es gibt natürlich auch weitere Kritikpunkte, zum Beispiel, dass nur Zeichenkombinationen gezählt werden, die häufiger als 40 Mal in einem Jahr vorkommen. Alles darunter ist also gar nicht existent. Bei den Metadaten gibt es Untersuchungen, dass eine nicht unwesentliche Zahl an Büchern falsch datiert oder kategorisiert worden ist. Es gibt zum Beispiel keine eindeutige Unterscheidung zwischen Autor und Herausgeber. Auch wo ein Treffer in einem Buch gefunden wird, das wäre vielleicht von Bedeutung, ob ein Treffer im Fließtext steht oder in einer sehr häufig wiederkehrenden Verlagswerbung. Auch das könnte ja interessant sein. Und gewisse Arten von Büchern sind in diesem Korpus entweder überrepräsentiert oder unterrepräsentiert. Im deutschsprachigen Raum hat sich die Bayerische Staatsbibliothek ja zu dieser Kooperation entschlossen, aber auch die ÖNB. Und da entsteht natürlich schon eine gewisse Selektion, eine Vorauswahl. Man weiß, dass Bibliotheken auch bestimmte Sammlungsaufträge haben. Und das spiegelt sich natürlich wieder. Und diese Spezialsammlungen haben dann besondere Relevanz, wenn sie in diesen Datenpool einfließen. Letztlich ist noch zu kritisieren, dass zwischen Google und den öffentlichen Bibliotheken zwar Vereinbarungen bestehen, aber keine Offenlegung darüber, welche Bücher letztlich gescannt wurden und heute also Teil dieser Corpora sind. Es kommt zu Ungereimtheiten und Verzerrungen, auch weil Auswahlverfahren und Qualitätsstandards nicht transparent sind. Tobias Hodel geht sogar so weit, dass er von Entfremdung und Entmündigung der AnwenderInnen spricht, bei der, Zitat, die Materialität der erforschten Erzeugnisse und die Nähe zum Text verschwinden in der Weichzeichnung des Graphen. Etwas weniger drastisch haben das Lothar Lemnitzer und Heike Zinsmeister formuliert. Die schreiben, in manch glücklichem Fall mögen die Interessen der linguistischen Forschungsgemeinschaft und die Interessen von Google in die gleiche Richtung gehen. Das wird man aber eher als Koinzidenz zu werten haben. In vielen Fällen bedeutet die explorative Verwendung dieser Ressourcen und Werkzeuge, dass man der Nutzung, wenn man wissenschaftliche Standards wahren will oder muss, am Ende aufgibt und sich nach geeigneteren Ressourcen umsieht. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen nun Beispiele für solche geeigneteren Ressourcen vorstellen. Einerseits die Corpora des Deutschen Textarchivs mit dem Tool Diacolo sowie mein eigenes Korpus zur Historischen Wiener Zeitung. Sie wissen, dass wir am ACDHCH seit langem Corpora erstellen. Das AMC kennen Sie ja bereits, deshalb habe ich heute die Wiener Zeitung mitgebracht.
Zuerst aber noch eine Vorbemerkung, nämlich was Google als Korpus bezeichnet, entspricht natürlich nicht ganz der Definition, die wir aus den Textwissenschaften oder aus der Korpuslinguistik kennen. Auch hier gibt es natürlich Auffassungsunterschiede, aber manche Aspekte sind ganz unstrittig. Etwa, dass Corpora kuratierte und dadurch strukturierte Textsammlungen sind, die nicht nur Primärdaten enthalten sollen, sondern auch verlässliche Metadaten, wodurch Belege im Korpus eigentlich erst eindeutig zugeordnet werden können, entweder chronologisch oder auch regional oder textsortenspezifisch. Und wir müssen natürlich auch in der Lage sein, aus einem Gesamtkorpus, je nach Fragestellung, gewisse Subkorpora zu bilden. Zum Beispiel, wenn wir ein sehr großes Korpus haben, dass wir uns nur die Briefe daraus anschauen möchten oder nur Zeitungen. Auch hierfür sind die Metadaten eine sehr wichtige Voraussetzung. Zwei Pioniere der Digital Humanities, Stefan Sinclair und Geoffrey Rockwell, haben ein Korpus mit einem Lego-Bausatz verglichen, indem sie schreiben: A digital corpus is a bit like a bag of Lego, where pieces can be built up in various configurations. But it is even better than that, since digital texts are trivial to clone and documents can exist in several structures at once. An infinite bag of Lego. Wir achten auch darauf, dass andere nachvollziehen können, wie die Daten erstellt worden sind, und wir legen auch offen, welche Standards bei der Texterkennung und bei der Transkription wir angewandt haben, auch welche qualitätssichernden Verfahren zum Tragen kommen, auch im Sinne der Reproduzierbarkeit unserer Ergebnisse. Für TextwissenschaftlerInnen ist es manchmal auch wichtig, dass wir uns Texte, wenn wir uns Texte aus der Entfernung ansehen, wenn wir so eine Art Distant Reading betreiben, das ist das Schlagwort hierfür, dass wir auch die Möglichkeit haben, uns bestimmte Textstellen dann wieder genauer anzusehen. Dieses Konzept ist also das Gegenteil von Distant Reading, es nennt sich Close Reading. Und dass wir gewissermaßen zwischen diesen beiden Polen auch pendeln können, was Martin Müller als Scalable Reading bezeichnet hat oder Tanja Clement als Differential Reading. Oftmals benötigt man einfach auch mehr Kontext zu einem Begriff oder man möchte wissen, mit welchen anderen Begriffen ein gesuchtes Wort besonders häufig vorkommt und was das Umfeld eines Wortes ausmacht. Wir sprechen dann von Kollokationen. Eine Kollokation liegt also dann vor, wenn zwei oder mehr sprachliche Elemente signifikant häufiger als statistisch erwartet auftreten. Und da möchte ich Ihnen ein Tool vorstellen, das es uns ähnlich wie der Ngram Viewer ermöglicht, nach bestimmten Begriffen zu suchen und diese im Verlauf, also diachron, darzustellen, das aber in einem akademischen Umfeld entstanden ist. Es handelt sich um das Tool Diacolo, eine Kombination aus Diachron und Collo für Kollokation, das an der Berlin-Brandenburgischen Akademie von Brian Jurisch entwickelt worden ist und unter der angegebenen Adresse kostenlos zur Verfügung steht. Wir untersuchen jetzt aber nicht die Begriffe selbst, sondern wir untersuchen jene Wörter, die mit diesen gesuchten Begriffen in einem bestimmten Zeitraum besonders häufig auftauchen. Wir suchen also nach Kollokationen und nach, im Besonderen nach Kollokatoren. Hier sind wir also auf der Suchoberfläche. Wir können uns das Korpus auch aussuchen. Etwa in der Mitte sehen wir, dass hier schon ein Korpus vorausgewählt ist, nämlich das Korpus von Die Zeit, die Zeitung kennen Sie ja wahrscheinlich, enthält alle Texte zwischen 1946 und 2018. Und in diesen Texten können wir eben mithilfe dieses Tools suchen. Ich gebe hier also bei der Suche zum Beispiel das Wort Generation ein, weil das schon öfters in dieser Vorlesung auch vorgekommen ist. Ich möchte alle 10 Jahre Ergebnisse haben, also in Dekaden, und ich möchte immer 10 Kollokatoren finden. Und das mache ich in Form einer sogenannten Cloud, und dann muss ich dieses Ergebnis also nochmal
bestätigen, diese Anfrage. Und sehe also die Begriffe, die sich 1940 um Generation scharen, die sich 1950 um dieses Wort scharen, 1960. Und ich habe dann auch die Möglichkeit, das ein bisschen dynamischer zu machen oder zu beschleunigen, indem ich das hier abspiele. Sie sehen also, dass die Kollokatoren nicht stabil bleiben, dass die gewisse Zusammenhänge verblassen, während andere wieder auftauchen. Und wenn ich zum Beispiel ein Wort entdeckt hätte, einen Kollokator, wie hier zum Beispiel Golf, von der Generation Golf, habe ich hier die Möglichkeit, auch wieder in die Keyword-in-Kontext-Suche zu kommen, wo ich hier auch die einzelnen Textbelege wieder sehen kann. Es ist zu dieser Zeit auch ein Buch erschienen namens Generation Golf. Das spielt natürlich hier auch eine Rolle. Ja, und hier können eben politische und gesellschaftliche Veränderungen auch ganz gut zutage treten. Ich habe noch ein zweites Beispiel für Sie, nämlich das Beispiel, ich habe nach nachhaltig gesucht bei der Query. Jetzt wollte ich aber nicht alle Kollokatoren finden, sondern ich wollte nur jene suchen, die auch Nomen sind. Und ich habe hier unten die Möglichkeit, also die Suche einzuschränken auf die Nomen. Das setzt natürlich voraus, dass dieses Korpus zuvor annotiert worden ist und dass also die Wortarten alle bestimmt worden sind. Beim Format entscheide ich mich jetzt für die Bubbles und kann also beobachten, dass zuerst nachhaltig vor allem mit Wirkung in Verbindung gebracht worden ist oder auch mit Eindruck, nachhaltige Wirkung, nachhaltiger Eindruck. Aber schon langsam scharen sich dann andere Begriffe um nachhaltig und es werden also immer mehr mit der Zeit. Hier habe ich dann die Möglichkeit, auch noch einmal das Format zu ändern und mir das auf einer Karte in Ruhe anzuschauen. Das sollte sich hier jetzt zeigen. Genau, und eben um solche Veränderungen über einen längeren Zeitraum verfolgen zu können, bedarf es einer großen Menge von digitalisierten Texten, die mit Metadaten oder auch Annotationen wie dieser Wortklassen Klassifizierung angereichert sind. Der große Unterschied zum Google Ngram Viewer besteht darin, dass man die Datengrundlage offenlegt, dass die Visualisierungen mit verlässlichen Zahlen unterfüttert sind und dass man auch immer wieder zurück in die Textbasis gelangen kann. Auch das ist ein Tool, das Sie kostenlos und kostenlos nutzen können für Ihre eigenen Forschungsinteressen, die vielleicht im Bereich der Politikwissenschaften liegen oder im Bereich der Geschichtswissenschaften, der Sprachwissenschaft. Auch hier braucht man relativ wenig Einarbeitungszeit. Als zweites Beispiel habe ich Ihnen noch das Korpus zur Wiener Zeitung mitgebracht, denn woran natürlich auch gearbeitet werden muss, ist die Qualität der zur Verfügung stehenden Volltexte. Und ich habe Ihnen vorhin am Beispiel von Laxenburg und Larenburg darauf aufmerksam gemacht, wie mangelhaft diese Volltexte nicht nur bei Google Books sind, sondern eigentlich auch auf anderen großen Plattformen. Das betrifft, wie gesagt, im Deutschen insbesondere die Frakturschrift, die bis etwa 1940 häufig verwendet worden ist. Und dass wir in diesem Bereich zuletzt sehr große Fortschritte gemacht haben, ist auch einem meiner Projekte zu verdanken, nämlich das Modell zur automatischen Frakturschrifterkennung, das wir erstellt haben, war mehr oder weniger ein Nebenprodukt meines Digitalisierungsprojektes zur historischen Wiener Zeitung. Wie Sie bestimmt wissen, ist die Wiener Zeitung heute die älteste bis heute erscheinende Zeitung der Welt und sie bleibt es hoffentlich noch länger. Sie ist erstmal 1703 als Wienerisches Diarium in Wien erschienen, zunächst zweimal pro Woche, dann dreimal und schließlich täglich. Seither hat sie sich lückenlos erhalten. Und das Go Digital Programm der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat es mir also ermöglicht, einen Teil der im 18. Jahrhundert erschienenen Ausgaben, das waren mehr als 300 im Umfang von etwa 6000 Seiten und 3 Millionen Tokens,
im Volltext zu digitalisieren. Sie werden sich jetzt fragen, ob nicht auch die ÖNB auf ihrem Anno-Portal, ohne dies schon alle Ausgaben der Wiener Zeitung schon zur Verfügung stellt. Das stimmt einerseits für die Bilder, der Volltext allerdings bedarf der Optimierung. Sie sehen hier die erste Ausgabe vom 8. August 1703, die hier mit herkömmlichen Texterkennungsverfahren eingelesen worden ist, mit mäßigem Erfolg, würde ich sagen. In meinem Projekt haben wir erstmals einen ganz neuen Ansatz erprobt, nämlich wurden für die Texterkennung sogenannte neuronale Netze eingesetzt, indem wir auch die Plattform Transcribus verwendet haben. Bis dahin wurden diese neuronalen Netze nur für Handschriften verwendet, aber wir haben uns gefragt, ob das nicht auch gut für Druckschriften funktionieren könnte. Denn im Prinzip benötigt das Programm verlässliche Trainingsdaten und lernt dann aufgrund dessen weiter von selbst sozusagen, um neue Schrift auch einzulesen. In der Praxis hat der Workflow so ausgesehen, dass wir also die ersten 50 Ausgaben hochgeladen haben, dann wurden das Layout und der Text automatisch erkannt und zunächst noch mit sehr hohen Fehlerraten natürlich, und dann haben wir die Ausgaben manuell korrigiert, in der Hoffnung, dass die nächsten Ausgaben dann schon eine höhere Qualität aufweisen. Bei diesem Training gehen die Fehlerraten zuerst sehr stark zurück, aber wir haben dann fleißig weiter korrigiert und das Modell auch weiter trainiert, sodass letztlich in einem Standardabsatz nur noch 3 von 100 Zeichen in etwa fehlerhaft sind, was ein wirklich schöner Erfolg ist. Hier haben wir also den Einsatz künstlicher Intelligenz als sehr hilfreich und positiv erfahren. Unser qualitätsgeprüftes Modell stellen wir inzwischen auch frei zur Weiterverwendung zur Verfügung. Das heißt, wir selbst können dieses Modell nutzen für weitere Ausgaben der Wiener Zeitung, aber auch andere können darauf zugreifen. Und das ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Man muss nur sein Bild, das man gerne, wovon man den Text gerne erkennen möchte, in diesen leeren Rahmen hineinziehen und sieht also schon, wie unser Modell damit zurechtkommt. Auch die Daten selbst haben wir in einem Prototyp, den wir Wienerisches Digitarium genannt haben, zur Verfügung gestellt. Dieses Portal kann man jederzeit einsehen und man kann die Daten weiterverarbeiten, und auf einer begleitenden Website finden Sie noch entsprechende Paratexte. Damit komme ich auch schon zu meinen abschließenden Überlegungen. Eine der Fragen, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat, war, also ob uns die Angebote der Google-Familie in irgendeiner Weise weiterbringen können oder ob es besser wäre, sich komplett von diesen Angeboten zu distanzieren. Ich denke, dass uns auch diese Angebote weiterbringen, insofern, dass wir gezwungen sind, uns mit der Erstellung und Verarbeitung größerer Textmengen grundsätzlich auseinanderzusetzen und auch die Ergebnisse entsprechend beurteilen. Adam Kilgariff, ein Sprachwissenschaftler und Lexikograf, der selbst sehr große Korpora erstellt hat, war im Jahr 2007 noch sehr zuversichtlich und meinte auch, dass es möglich wäre, vergleichbare Ressourcen zu erzeugen. Er hat geschrieben: "By sharing good practice and resources and developing expertise, the prospect of the academic research community having resources to compare with Google, Microsoft and so forth improves." Inzwischen sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Ich denke vor allem nicht, dass wir diesen Unternehmen nacheifern sollten, indem wir Vergleichbares erzeugen wollen, sondern wir müssen natürlich versuchen, es weiterhin besser zu machen. Denn grundsätzlich hat die Auswertung von Textkorpora in den Geisteswissenschaften enormes Potenzial und wird weiterhin ein wichtiger Teil unserer Forschungen sein. Es mag natürlich schon sein, dass sorgsam kuratierte Korpora natürlich kleiner dimensioniert sind, aber andererseits können wir es uns auch nicht leisten, gleichgültig zu sein gegenüber der Qualität von Informationen, die uns etwa im Google Ngram Viewer dargeboten werden.
User müssen nachvollziehen können, welche Daten sie überhaupt durchsuchen und welche ihnen nicht gezeigt werden. Und was nützt das größte Korpus, wenn wir also nicht abschätzen können, wie es um die Qualität bestellt ist? Wir sprechen dann von sogenannten diffusen Korpora, die ohne jegliche Kontrolle entstanden sind. Wir brauchen jedenfalls Zugang zu gesichertem Wissen, das auch eine Rahmung für unsere Erkenntnisinteressen darstellt. Und ich sehe es als wichtig an, auch an der Verbesserung der Texterkennung zu arbeiten. Und das Projekt zur Wiener Zeitung ist hier ein gutes Beispiel, dass auch kleiner dimensionierte Projekte mit einem solchen weiterverwendbaren Modell etwas für die ganze Community bewirken können. Eine große Chance von solchen kleineren Korpora besteht natürlich auch in der Interoperabilität. Das heißt, ideal ist natürlich, wenn kleinere Korpora so aufbereitet sind, dass sie mit anderen Korpora gemeinsam abgefragt werden können. Und ein wesentlicher Punkt, den hier Claudia Claridge noch erwähnt, ist, dass man ein Korpus natürlich auch für viele Fragestellungen verwenden will, weil eine Korpuserstellung auch natürlich großen Aufwand bedeutet. Damit wir an der digitalen Transformation selbstbewusst mitwirken und auch sie mit den gezeigten alternativen Angeboten gestalten können, müssen wir meiner Meinung nach auch Kompetenzen vermitteln, wie man mit diesen Texten auch in größerer Menge am besten umzugehen hat. Vielleicht ist die Ringvorlesung ein Anlass dazu. Vielleicht interessieren Sie sich auch für den Masterstudienlehrgang Digital Humanities. Vielleicht möchten Sie am CDHCH auch ein Praktikum machen. Fest steht jedenfalls, und damit möchte ich den Vortrag beschließen, dass wir Entscheidungen, wie unsere Korpora beschaffen sein sollen, nicht einem Unternehmen wie Google überlassen sollten, dass wir selbst uns darum kümmern, Forschungsdesigns so zu gestalten, dass sie der Komplexität unserer Texte, die manchmal auch historische Texte sind, gerecht werden. Und fest steht auch, dass Data Literacy oder, wenn man so will, die textwissenschaftliche Expertise, die sie sich sowohl im Studium als auch in der Praxis natürlich aneignen können, auch in Zukunft unverzichtbar sein wird. Vielen Dank. So, ganz herzlich. Nicht eins, zwei. Ganz herzlichen Dank für zwei sehr anregende Vorträge, die wir heute gehört haben. Und ich habe vielerlei Anknüpfungspunkte zwischen beiden Vorträgen wahrgenommen, gehört. Aber bevor ich zu viel spreche, die herzliche Einladung an Sie alle, Fragen, Anregungen ins Plenum zu bringen. Dann breche ich jetzt einfach mal das Eis. Herr Stampfer, Sie haben angefangen und haben häufiger und auch in diesem Manifestpapier wird es deutlich häufiger auf die Notwendigkeit der Interaktion zwischen verschiedenen Disziplinen hingewiesen. Und gerade in beiden Vorträgen ist das dann auch zum Ausdruck gekommen, dass die Geistes-, die Kommunikations- und die Ingenieurwissenschaften zusammenarbeiten müssen. Ich habe mir mal die AutorInnen angeschaut, die unter dem Manifest stehen. Können Sie uns ein wenig dazu sagen, ob sich diese Idee der Transdisziplinarität auch in diesen Autorinnen ausdrückt und wie überhaupt diese Gruppe zustande gekommen ist? Wir waren recht dankbar, dass es eine Initiative der Ingenieurinnen und Ingenieure war. Also es sind mehr Computerwissenschaftler und Computerwissenschaftlerinnen auf der Liste, aber auch einige internationale, zum Beispiel die Alison Stenger als Politologin, die jetzt am IWM ein Fellowship für digitalen Humanismus gerade im November jetzt antritt, also oder die Helga Nowotny als Soziologin, also da waren schon einige dabei. Aber was uns schon wichtig war, ist, dass die Computerwissenschaftler, die so Konstruktivisten sind und immer den ganz eigenen Begriff haben von Eleganz und Problemlösung, und wenn die
ich sage das als ausgebildeter Jurist, wo auch der Begriff ist, sozusagen es möge rechts gesprochen werden und wenn die Welt dabei untergeht, und bei den Computerwissenschaftlern ist es oft so, ihr habt gesagt, die Lösung ist die schnurstrackste und hübscheste, und wer dann davon profitiert, ist nicht Sache der Ingenieure, und wenn es da ein Umdenken gibt, ist das hochwillkommen. Und mittlerweile haben sich, also gerade wir sehen das ja an dem Interesse an unseren Förderausschreibungen. Es haben sich eine mittlerweile sicher 200 Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler der Uni Wien allein an den einschlägigen Ausschreibungen, die wir allein angeboten haben, beteiligt. Das geht eben von Philosophie über Medienwissenschaften, Rechtswissenschaften bis eben zu Soziologie und Politikwissenschaften. Ein wirklich schöner Bogen, die alle mit den Data Scientists und anderen zusammenarbeiten. Und wo es ein ganz starkes Interesse auch gibt, wie sollen Wahlen in Zukunft ausschauen, es geht in die praktische Frage, wie sollen Wahlen in Zukunft ausschauen, wie sollen Plattformen reguliert werden, wer darf was sagen, wer soll damit Geld verdienen, und da komme ich zu einer Schwachstelle noch in Österreich, wir haben noch viel zu wenige Ökonominnen und Ökonomen, die die ökonomische Analyse solcher Plattformen und dieser neuen Formen finden, also da ist noch ein bisschen ein... Ja. Schwachstelle drin. Kannte jemand von Ihnen Ngram? Dieses Tool, das die Frau Risch vorgestellt hat. Ah ja, genau, Kollegin Rastinger natürlich, ja. Wissen wir etwas darüber, wer das nutzt? Und was Menschen damit machen? Weil das wir jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive da sehr viele Probleme sehen, ne, ist ja bekannt. Wozu hat Google das entwickelt? Was wollten die damit? Wissen wir irgendwas über die Nutzerperspektive, die Interessenten? Also ich denke, dass Google mal davon ausgegangen ist, eben diese riesige Textmenge an Büchern vorliegen zu haben. Und da haben natürlich große amerikanische Bibliotheken ihren Bestand auch zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, dann liegt es natürlich nahe zu schauen, was man tatsächlich jetzt mit dem Datenmaterial machen kann. Sie alle kennen sicher Google Books. Man kann die Bücher entweder im Ganzen sehen, in Ausschnitten oder nur eine beschränkte Seitenzahl. Aber natürlich ist es auch interessant, nicht nur diese bilddigitale Seite zu sehen, die Images, sondern da auch in den Text reinzukommen. Und ich glaube, deshalb haben das dann Informatiker mal ausprobiert. Man muss dazu sagen, dass das für das Englische auch besser funktioniert als natürlich für den deutschsprachigen Raum. Im Englischen gibt es das Frakturproblem nicht. Auch die Menge an Büchern ist eine ungleich größere in den englischen Corpora. Ja, und die letzten Jahre haben eigentlich auch Wissenschaftler dazu genutzt, zu prüfen, ob für Wissenschaftler etwas in diesen N-Grammen steckt. Und diese Science-Publikation finde ich eigentlich ganz beeindruckend, dass man es dorthin schafft. Und, aber auch im deutschsprachigen Raum haben zum Beispiel Wörterbuchmacher Dominik Brückner, der macht ein Fremdwörterbuch, hat überlegt, ob diese Ngrams eine Möglichkeit wären, Erstbelege oder Frühbelege auch zu finden, aber man kommt dann doch zu dem Ergebnis, dass einem unterschiedliche Ergebnisse angezeigt werden, dass man diese Ergebnisse auch nicht mehr rekonstruieren kann, sondern dass Google oder der Algorithmus dann immer eine Auswahl trifft, auf die man dann keinen Einfluss hat. Aber ich denke, so als Tool, als Einstiegsdroge könnte das schon interessant sein, oder wenn Sie ein Thema behandeln, dass Sie sich mal im Google Ngram Viewer einen Überblick, einen groben Überblick vielleicht verschaffen, aber wie gesagt, mit entsprechender Vorsicht. Weitere Fragen? Mm-hmm.
Also im Prinzip kann man mit solchen Textkorpora natürlich sehr viel anfangen. Textkorpora können die Grundlage sein, um Wörterbücher zu machen. Man kann tatsächlich solche kulturellen Trends, oder es gibt viele geisteswissenschaftliche Fragestellungen, die mit so einem großen Textkorpus beantwortet werden können. Beispielsweise Erfindungen, die gemacht werden, ab wann die eine Rolle spielen, wie häufig die in der Menge von Texten vorkommt. Also die Korpuslinguistik hat besonders im englischsprachigen Raum eine lange Tradition und daraus ergeben sich auch viele Anwendungsfelder. Ja, und das ist ungefähr so, wie wenn der Herr Mateschitz irgendwo ein altes Bauernhaus renoviert im Vergleich zum Umsatz von Red Bull. Also das ist nicht viel Geld für Google. Die Burschen machen ja buchstäblich nichts ohne den Dollar in den Pupillen. Also ja schon, aber manchmal, so gesehen, werden ja die 500 Millionen Dollar Lobbying-Geld, die sie ausgegeben haben, verlorenes. Das hätten sie auch sparen oder woanders investieren können. Also die wollen ja auch die Good Guys sein und nicht viel Fragen haben, was Google sonst mit dem, was sie über uns wissen, tun. Ja? Also das hat eine richtig schöne Funktion, auch zu sagen, wir sind eh die Kulturaffinen, die das allgemeine Gute wollen. Also da ist sicher auch so eine Funktion. Also wahrscheinlich gibt es auch bei Google eine Menge Leute, die ein echtes Erkenntnisinteresse haben, dass da was Gutes entsteht. Aber für die Konzernführung ist das sicher ein Marketing-Tool. Hier war eine Frage. Meine Kollegin hier vorne. Sie, Herr Stampfer, haben gesagt, dass Demokratie durch mehr Partizipation gerettet werden soll, jedoch Personen in Krisensituationen sich nicht beteiligen und eher angeleitet werden wollen. Was wären denn Anreize für eine solche Partizipation, um Demokratie zu retten? Das ist eine total heiße Frage im Moment. Wo sollen wir alle unsere Kräfte einsetzen, damit es der Demokratie gut geht? Ich bin vor allem im lokalen Bereich ein großer Fan der Partizipation, weil die Leute, es ist halt aufwendig und man kann immer nur 100 oder 1000 erreichen, vor allem bei analogen Partizipationsformen. Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten. Ich habe vor ein paar Jahren ein sehr interessantes Buch gelesen, weil mir der Titel so gefallen hat, der hat Against Elections geheißen. Das ist von einem holländischen Historiker, der auch sonst sehr schöne Bücher geschrieben hat, eine Streitschrift für mehr andere demokratische Verfahren, nämlich dass zum Beispiel Leute per Los in Ämter kommen, wie das in Griechenland, also in Athen oder in Venedig der Fall war, und dass man zum Beispiel parallel oder ergänzend zu gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern für bestimmte Fragen ein Art Bürgerparlament per Los bestimmt, das dann aber auch gewisse Budgets und Rechte haben muss. Da gibt es ganz grundsätzliche Fragen zur sozusagen, was ist legitime demokratische Beteiligung. Die Verfahren, dass man sagt, man macht irgendwelche schnellen Internetumfragen, und also man kann natürlich viele der analogen Formen des Wählens und der Beteiligung ins Digitale stellen, kriegt dann eine Reihe von schwierigen Fragestellungen, was Beeinflussung und Manipulation und Datensicherheit betrifft, aber das sind grundsätzlich lösbare Fragen. Man muss halt immer auch wissen, dass es irgendwo dann eine Trollfabrik gibt, die dann gerne eingreift. Ja. Aber das kann man schon lösen. Aber man kann eben politische Partizipation und wirklich so Mitgestaltung von politischen Prozessen dann halt doch wieder nur bis zu einem gewissen Grad in solchen skalieren könnenden digitalen Instrumenten machen. Meistens braucht man für partizipative Geschichten schon richtige Leute, die um einen Tisch sitzen und etwas
so wie Sie auch hoffentlich lieber im Hörsaal oder im Seminar sitzen, als nur irgendwo auf einen Knopf zu drücken, gefällt mir oder gefällt mir nicht, irgendwas zu entwickeln. Also es hat alles seine Grenzen. Und letzter Satz, was mir eben sehr beeindruckt hat, ist, dass jetzt linke deutsche, also linke nicht konservative deutsche Soziologen beginnen zu sagen, na, das mit der Partizipation, das könnte auch etwas sein, was uns von dem ablenkt, was eigentlich abgeht, nämlich, dass wir an manchen Stellen angesichts der Klimakatastrophe ein paar straffere politische Instrumente auch brauchen, die ja gewisse Entscheidungsfähigkeit haben. Und da kommen wir in Murky Waters, ja, wo fängt die Expertokratie an und wo hört die Demokratie auf? Sorry for being so long. Ich hätte vielleicht noch eine Frage an beide, weil Sie zum Schluss aufgehört haben mit dem Stichwort so auch ein bisschen Selbstermächtigung, und ich finde, das ist auch ein ganz interessantes Thema, wenn man über Digitalisierung, Demokratie spricht, nämlich Sie haben gesagt, man muss vermeiden, die gesamten Daten, Textkorpora in dem Fall, an Plattformen wie Google oder Plattformen wie Google diese Daten zu überlassen und auch selber wieder das in die Hand nehmen, aber Sie haben auch die Zahlen genannt, und die Frage geht dahingehend auch ein bisschen an Herrn Stampfer. Ist es dafür nicht schon viel zu spät? Gibt es nicht schon so ein Riesenmachtgefälle? Wie eignet man sich das wieder an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, gerade was diese Partnerschaft mit der ÖNB und Google betrifft, da ist der Zug dann natürlich abgefahren. Die ÖNB hat sich natürlich auch sehr viel Zeit und Geld erspart, indem sie diese Bücher nicht selber digitalisieren musste. Und wir profitieren ja einerseits schon sehr davon, eben, dass wir diese ganzen älteren Bücher jetzt auch zugleich an der ÖNB direkt uns ansehen können. Das ist sicher ein großer Pluspunkt auch. Ich glaube, wir werden die Daten nicht mehr zurückbekommen. Man muss vielleicht auch darauf hoffen, dass Google selbst zum Beispiel die OCR der Texte verbessert. Und da gibt es ja auch im Google Engram Viewer verschiedene Korpora, die zu verschiedenen Zeiten eingespielt worden sind, 2009, 2012 und 2019. Und man kann hier eigentlich auch schon Verbesserungen erkennen. Trotzdem finde ich es parallel dazu wichtig, dass wir unsere, also gerade in der Wissenschaft, unsere Standards einfach konsequent anwenden. Wir werden sicher nicht, was die Menge angeht, da konkurrieren können mit Google, aber was die Verlässlichkeit unserer Daten angeht, sollten wir uns da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und gerade bei der Texterkennung, so wie ich es gezeigt habe, hat das natürlich Vorteile, selber auch diese Modelle trainieren zu können, damit man weiß, was das Ergebnis auch ist. Möchten Sie auch? Drei kurze Sätze. Das erste, die Republik Österreich hat der ÖNB nie das Geld gegeben. Wir reden da über zig Millionen Euro über viele Jahre. Also es hat damals keine gescheite Alternative gegeben. Das zweite ist, es gibt gefährlichere Datenbestände als Bücher, die vor 1870 erschienen sind. Und das dritte, im Gegensatz zur Klimaentwicklung, wo es wirklich Tipping Points, zumindest sagen das alle Leute, die hier forschen und lehren, wo es wirklich Tipping Points gibt, im digitalen Bereich ist es aus meiner Sicht nie zu spät. Ja, auch die Frau Zuboff, die eine große Dystopie aufmalt, sagt, ja, wenn wir uns unserer demokratischen Kräfte besinnen, dann drehen wir das wieder um. Ja? Ja. Sie wollten noch, glaube ich. Noch eine letzte Frage können wir in die Zeit hineinnehmen. Ich wollte nur nachfragen, wie solche Projekte genau ankommen und wo die genau finanziert werden, beziehungsweise ob es da auch also finanzielle Förderung gibt, zum Beispiel vom Staat Österreich, weil es einfach im Interesse der Bürger ist, oder ob das eben mehr in andere Richtungen geht. Also bei den wissenschaftlichen Projekten ist es so, dass man um verschiedene Förderungen ansuchen kann, beim WWTF, beim FWF, bei der Österreichischen Nationalbank, weil es sich ja auch um Steuergeld handelt, dass hier
kompetitiv vergeben wird. Das heißt, man bewirbt sich ja mit einer Idee beim jeweiligen Fördergeber und das wird dann entsprechend finanziert. Das Problem ist manchmal, dass die Finanzierungsdauer sehr kurz ist und dass gerade bei solchen digitalen Projekten die Daten haben ja auch einen Lebenszyklus und die sollen womöglich auch über die Projektzeit hinaus verfügbar sein und langzeitarchiviert werden. Also das ist ein Problem, das auch auf uns noch zukommen wird. Wie kann man das also sicherstellen, dass Daten gut aufgehoben sind, auch noch nach Projektende? Worüber die Frau Resch und ich uns einmal bei einem Kaffee austauschen werden, weil die Frage, egal ob das bei klinischen, medizinischen Daten oder bei Textkörpern ist, in welcher Qualität, Wiederauffindbarkeit, Verknüpfbarkeit Daten hergestellt, aufbewahrt werden, wird für uns als Forschungsförderer immer wichtiger, weil wir gern Geld ausgeben für Dinge, die auch eine Wirkung haben, die über den Moment hinausgeht. Was wir fördern, sehen Sie einfach auf unserer Homepage. Also es ist jedes Projekt, wer es macht, wie viel es kriegt, Links zu den Leuten, dort sieht man, was sie publizieren. Also es ist alles sehr offen und sehr transparent. Wunderbar, dann danke ich noch einmal sehr herzlich unseren Vortragenden und schließe mit einem Zitat von Dr. Stampfer, es ist nie zu spät. Dankeschön, schönen Abend. Dankeschön. Extrem kurzweilig. Ja, sehr, sehr schön. Und wir haben wirklich viele Verbindungen. Und ja, ganz klar.